Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wer effektiv aufgepasst hat im Vergleich zum letzten Mal, wo wir Minecraft hier aufgenommen haben, ist wunderschön. Die Sonne. Oh, Sonne. Ist Tag? Nee, wird es gerade dunkel? Ich glaube, es wird gerade dunkel. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Hunger. Denn ich habe ein bisschen rumgespielt und ja, effektiv. Guck mal hier, wie schön das läuft. Ja. Ja, Minecraft. Ja, wir haben wieder Optifine laufen. Plopp, plopp. Da sieht man es vielleicht auch ein bisschen. Da, oh, plopp, plopp. Wir haben Optifine laufen. Obwohl, warte mal. Da könnte ich ja gleich mal zeigen. Hier, Optifine. Da ist es. Alles mit alle Effektdetails hast du nicht gesehen. Fuck, den können wir mal eigentlich ausmachen. Brauchen wir ja nicht. So, dann haben wir hier nämlich auch gleich viel mehr schöne Sichtweiten und sowas. Ist eigentlich erstmal viel hübscher, oder? Ja, doch. Ich habe es geschafft, das Optifine effektiv zum Laufen zu bringen. Folgender Fehler war nämlich irgendwie, war kurioserweise, bei meinem Minecraft, das hatte effektiv nur 500 MB zur Verfügung. Und das war auch der Grund, warum es immer geleckt hat. Ja, jetzt haben wir aber Optifine drauf und trotz alledem, der einzige kleine Nachteil, den das Ganze mit sich bringt, wir spielen die Minecraft-Version 1.8.1, sprich nicht die neueste, weil es für die 1.8.3 noch kein Optifine gibt. Also zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier aufnehme. Aber hey, 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 hey. So, da haben wir auf jeden Fall Minecraft jetzt hier in einer ganz neuen Dimension. Ja. Schon mit Optifine, da sind ja auch die HD-Texturen ein bisschen, also was heißt HD-Texturen, also die Misas-Texturen ein bisschen besser sichtbar. Es sind solche kleinen Sachen wie, dass das blinkt und dass, wenn wir hier eine Schallplatte drauf haben, dass sich da was rotiert. Ja, sowas ist halt jetzt, ja, kleinere Sachen, die den Brei fett machen. Schön fetter Brei. Ja. Aber ansonsten, soweit so gut, die Random-Texturen sind eigentlich immer noch bei den Tieren, die random sind. Also hier zum Beispiel bei den Hunden und so. Das haben wir weiterhin zur Verfügung. Auch die Gras-Texturen müssten random sein. Ja, das sind mal links, mal rechts, mal quer durch. Auch hier, das ja, alles random, alles random. Und es funktioniert und super flüssig. Also das finde ich mega geil. Ein bisschen rumprobiert halt. Ich habe da auch ewig gesucht. Gamescom. Bis wir da mal, oder bis ich effektiv zu einer Lösung kam. Ich habe mich übel gewundert und, ach guck mal, wie weit wir jetzt hier gucken können. Geil. Richtig geil. Ja, super geil. So. Und, ja, nach dem ganzen Tohu Wabohu sehen wir da hinten noch die Reichweite. Es baut sich halt auf, aber es läuft halt flüssig, ne? Also, könnte es jetzt noch weiter stellen. Also, ich könnten mal gucken, ob wir die Sichtweite noch ein bisschen hochstellen können. Aber ob das unbedingt nötig ist, ich weiß es nicht. So. Weil wir sind ja sowieso mehr oder weniger hier im Nahbereich tätig. Man könnte jetzt noch den Fog wieder anmachen, dass das... Ah, dann ist das immer so komisch. Ich weiß nicht. Ja, geh mal krachen, blöder Zombie. Dann ist das immer so komisch da im Hintergrund, wenn dann... wenn man sich dreht und dann was aufploppt und nicht, dann habe ich es lieber einmal aufploppen oder ich stelle das noch ein bisschen hoch. Ich weiß es nicht. Ich werde noch ein bisschen rumprobieren. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall erstmal so weit, so gut. Das da. Wollte noch ein bisschen weiter basteln. Wir hatten beim letzten Mal hier auch schön mit Glas. Ach, das ist alles so toll. Oh, toll. Und es läuft halt auch. Ne? Das ist das Schöne daran. Es läuft. Oh. So. Ja, die Steine sehen jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, aber ich denke, das ist nur eine Gewöhnungsfrage. Das ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes. Da kann man sich mit der Zeit, denke ich, auf jeden Fall dran gewöhnen. Und ja. Was noch gemacht werden musste, oder beziehungsweise falls ihr effektiv Probleme mit Optifine oder Minecraft habt, oder vor allen Dingen auch mit dem Misas Texture Pack, weil das Misas, das ist ja eigentlich schon so ein Schlingel. Das braucht schon ganz schön Leistung. Das will man jetzt ja auch nicht verschleiern oder schönreden. Misas ist einfach ein leistungsverbrauchendes Texture Pack. Und bei mir ist es halt so, ich habe genug Speicher auf meinem Rechner.
Das sollte also nicht das Problem sein. Es war bloß nicht genug zugewiesen. Sprich, ich musste den dann noch extra zuweisen. Und das konnte man im Minecraft Launcher machen. Da kann man die JMV Arguments oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Da ist so ein Punkt, da macht man ein Häkchen rein. Und da sind dann so schöne Sachen. Vielleicht schicke ich auch einfach nochmal einen Link zu einer Chip-Seite. Oder war das auf Chip? Ich glaube, das war auf Chip. Die haben das da irgendwie gemacht und gezeigt, dass das so schön sein kann, wenn man das denn will. Und da habe ich das dann mal einfach ausprobiert. Ging erst nicht, weil ich, so schlau wie ich bin, natürlich nur die 32-Bit-Version von Minecraft hatte. Also da war einiges am Hapern. Aber okay. Im Endeffekt einfach die 64-Bit-Version von Minecraft runtergeladen. Dann den Speicher. Jetzt hat Minecraft, glaube ich, 3 GB. Brauchst nicht, aber falls wir mal erkunden sind, dann läuft auf jeden Fall nicht der Speicher voll mit der Zeit. Da wollte ich auf Nummer sicher gehen. Und dann ist gut, so nach dem Motto. Sollte jetzt also passen, falls ihr das dann halt genauso habt. Wie gesagt, die Arguments reinpappen, so ein bisschen mit Minecraft argumentieren und dann geht das auch. Voraussetzung ist natürlich, dass euer System diese Leistung entsprechend bringen kann. Ja, das ist, mache hier ein kleines Tutorial, nein, kein Tutorial, ich rede einfach bloß drüber, weil ich mich freue, dass es jetzt endlich läuft. Wir sehen da hinten sogar unsere Arena. Geil. Und wie weit wir gucken können. Mega. Habe ich das nicht schon früher gemacht? Komisches Moi. Macht einfach Dinge nicht, wo er sie machen könnte. Komisches Moi ist komisch. So, ich brauche noch ein paar Steine. Ich lasse mir mal diese Aufwege hier. Das ist schön, da kann man hier ein bisschen mal raufkraxeln. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, ich brauche ein paar von denen. Reichen 4? Ich brauche mehr. Denn ich habe etwas vor. Ich möchte nämlich hier auf der Seite, also wie auf der Seite, so ein bisschen ins Runde gehen. Genauso hier. Das lässt sich aber nur realisieren, indem man da effektiv ein bisschen die Rundung schwingen lässt. Das Rathaus müssen wir auch noch weiterbauen, ne? Nur offene Bauprojekte. Jetzt bauen wir erstmal an der Kathedrale, weil es gerade Spaß macht. So. Also, ich habe zumindest gerade Spaß dran und das macht es ja so aus. Und außerdem kann man dann schön über den ganzen Minecraft-Technik-Kram reden. Minecraft und Technik. Minecraft ist halt auch ein eigenes Spiel. Also, es hat viele Sachen, wo man nicht unbedingt gleich weiß, jo, so ist es, weil man es auch nicht von anderen Spielen gewohnt ist, weil andere Spiele sind halt nicht auf Java programmiert, ne? Und da fängt es nämlich schon an, ja, hast du kein Java, hast du kein vernünftiges Minecraft, so nach dem Motto, Und dann guckst du erstmal bloß doof. So. Moment. Wollte ich das jetzt so? Muss ich mir mal angucken, ob ich das so wollte. Hup, boink, 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 boink. Ja und nee. Moment, da habe ich eine Idee. Vielleicht kann man das sogar noch ein bisschen verbessern. So, haben wir noch Dreck haben wir. Den können wir nämlich als Babibabau Grundlage nehmen. Und dann würde ich mal was probieren, ob das klappt. So, tschack. Und hier auch, tschack. Ja, und da? Da nicht, oder was? Moment. Rip. Nein. Okay, dann müssen wir es doch so machen. Tschack, tschack. Und tschack. Ja, das geht, ne? Hui! Das geht ja wohl klar. Das sieht dann nach was aus.
Auf jeden Fall cool. Ja, doch, doch. Fällt mir eigentlich ganz gut. So, dann dasselbe Spielchen auf der Seite nochmal. Zack. So. Ja. Und wie haben wir es hier? Hm? Hä? Ach, wieder dasselbe. Hä? So. Und so. So und so. Das ist richtig. Ich glaube ja. Oh, erstmal den Ast abgesägt, auf dem man sitzt. Toll. War auch schlau. Das sieht gleich aus. Ja, doch, da ist einer, dann zwei, einer. Ja, beziehungsweise eineinhalb und dann zwei. Das passt. Ja, doch, stimmt. Stimmt. Auffallend. Sehr schön. Jetzt haben wir keine Steine mehr. Haben wir noch Steine? Wir haben noch Steine. Alles ist cool. Hier ist alles super. Jetzt geht mir das Lied wieder durch den Kopf. Und euch auch. Ich bin so gemein. Jetzt habe ich euch einen Ohrwurm in den Kopf gepflanzt. Blub. Hihihi. So. Wie mache ich das jetzt hier? So. So, so. Und da drüben genauso, oder wie? Oder was? Oder, hä? Ja, auf jeden Fall. Steine verbraucht. Passt. Passt alles. Und hier müsste man das ja dann genauso machen. Also. So ein Stein, damit das rund ist. Wie macht man das auf der Seite? So. Ich denke, das geht so klar. Oder nicht? Doch, 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 doch. Das passt. Okay, ja, auch diese Folge wieder jetzt hier mit nicht nachsynchronisiert. Ja, ich habe diesmal extra aufgepasst, dass ich es mit aufnehme. Hep. Ah, es wird dunkel. Ach, cool. Ah, ich glaube, ein paar feinere Einstellungen, das mit dem Aufgeploppe gefällt mir noch nicht so ganz. Müssen wir vielleicht doch nochmal mit dem Nebel arbeiten, aber vielleicht die Sichtweite erhöhen, je nachdem, wie das System das hergibt. Da werde ich nochmal gucken. Guten Tag, verkaufen Sie Kuchen? Hm, lecker. Hm, ja, da freut er sich. Hm, mehr als hm könnt ihr auch nicht sagen, ne? Verkaufen Sie Kuchen? Hm. Sind Sie doof? Hm. Boah. Typen, wie die mir auf den Sack gehen. Ah, schön. So, haben wir hier eigentlich noch Steine? Hier haben wir alles Mögliche, zum Beispiel vier Diamanten und ein bisschen Erde und ja, komm, nehmen wir noch ein bisschen Erde mit. Ein Bett? Brauchen wir ein Bett? Nö. Das ist so viel Kram. Wahnsinn. So, das geht auf jeden Fall recht super gut. Das macht Spaß, das... Nee, ich wollte gerade sagen, warum geht die Sonne da auf, aber ist schon richtig. Die Sonne muss ja da aufgehen. Sonst könnte sie nicht auf der anderen Seite untergehen. Zauberei. Zauberei. Süppa. Plopp. So, da haben wir das jetzt auch dicht gemacht. Die Erde werden wir wahrscheinlich auch noch gebrauchen. So. Okay. Du kommst dahin, du kommst dahin. Du bist ein Ofen, dich brauchen wir jetzt nicht, aber ich wollte noch ein paar Treppen machen, damit das Ganze hier noch ein bisschen so rund, damit es hier rund geht, also abgeht. Oh, perfekt, im Flug dran gepappt. Und passt. Das passt. Das passt einfach mal. Yeah. Geil. Dann müssten wir ja das, was wir da gemacht haben mit den, dann theoretisch hier auch machen. Und natürlich das ganze Glas raushauen, weil das kacke aussieht. Ja, jetzt kommt dann alles noch. Muss jetzt aber nicht mehr sein. Ich würde sagen, wir haben erstmal hier genug gemacht. Und dann würde ich eiskalt dazu übergehen, noch ein bisschen hier draußen die Terra zu formen. Ja, nehmen die einfach die dicke Terra nehmen. Ja, und die Form war dann wie so eine Tonskulptur.
Ich hoffe, draußen heißt keiner Terra. Und wenn, dann war es nicht böse gemeint. Das ist jetzt einfach, weil Terra Erde, ne? Also ich glaube zumindest, dass. Oder? Terra ist Erde. Ich meine ja. Erzählt mir jetzt nicht, dass ich im Lateinunterricht nicht aufgepasst bin. Ich hatte nie Latein. Wie soll ich da aufpassen? Erklärt einiges. So. Ist auf jeden Fall nicht persönlich gemeint. So. Dann machen wir das hier auch dicht und wenn wir einmal dabei sind, können wir das hier auch gleich dicht machen. Alles dicht. Dicht, dicht, dicht. Plopp. 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 Zü. Mit Ö. Können wir den Teich eigentlich auch mal gleich verdichten? So einen Brunnen im Rathaus braucht man nicht unbedingt. Wäre zwar eine stylische Sache, aber lass mal einfach mal weg. Wir können ja immer noch Abwasser. Abwasserkanalsystem, das wäre ja auch geil. Ja, kann man dann alles machen. Das ist dann. Na gut. Sü. Warum sage ich immer Sü mit Ö? Ja, weil es Sü lustiger ist. Gut. 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 Haben wir das auch geklärt? 16 Minuten Aufnahme, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich nehme mal noch ein bisschen Holz mit. Hier haben wir noch die Steine. Nutzen wir die Steine gleich. Obwohl, ich weiß nicht, wie man das jetzt hier auf vernünftig eine Ebene bringen soll. Es sei denn, wir kloppen das alles weg und nutzen diese Ebene als Grundebene. Huch, jetzt ist mir meine Schaufel ausgerutscht. Aber es geht ja alles super schnell, also daher. Wird ja super Ausrutschschaufel. Ganz viel Flint. Hui. Ah, wie das abgeht. Ah, nö, du nicht. So. So. Das gleichen wir mal so ein bisschen an. Ich meine, es kann ja so bleiben. Reicht ja vollkommen aus. Ich meine, wo gehobelt wird, fallen ja auch bekanntlich Späne. Das haben wir jetzt hier mal so ein bisschen schön demonstriert. Ja, sehr anschaulich dargelegt. Wie man sieht, ganz viele Späne. Ohne dass wir gehobelt haben. Wir haben einfach bloß mit der Schaufel rumgefuchtelt. Tut's aber auch. So. Hier nehme ich dicht. Tschack, 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 tschack. Und dann kann das hier erstmal weg. Weil ich weiß nicht. Vielleicht baue ich dann noch lieber einen Holzrand drumherum oder so. Bringen wir erstmal alles auf diese Höhe. Dass das sozusagen unsere Rathausgrundhöhe ist. Oh. Super spannend und super schnell bewegen wir uns hier voran. Plopp, plopp, plopp. Ah, wir werden wahrscheinlich nicht genug Steine haben, vor allem wenn es jetzt hier in den Zweierbereich geht. Plopp, 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 plopp. Ah, und da ist unser Problem. Hier die Ecke wird. Ja, wir können das noch alles mit Dreck ausfüllen, aber. Naja, da bin ich hier nicht so wirklich von überzeugt. Nicht so ganz. Und ich stelle gerade fest, dass mit dem Aufgeploppe geht mir sogar auf den Keks. Ich werde mal gucken, dass wir vielleicht die Sichtweite ändern können und dann doch den Nebel wieder reinnehmen, dass das dann wieder so ein bisschen hübschig ist. Oder irgendwie sowas in der Art, dass wir das dann irgendwie so regeln. Okay. Was bauen wir hier eigentlich? Das ist schon ziemlich riesig. Vielleicht haben wir das Rathaus doch ein bisschen zu groß gebaut. Ach Quatsch, zu groß. Was gibt's gar nicht? Erzähle dich mal. Vier Steine. Wahnsinn. Reicht nicht. Wir haben nicht genug Steine. Doch, wir haben genug Steine. 19 Minuten, das schaffen wir noch. Ich will jetzt wenigstens diesen Rand hier drumherum bauen.
Zack, zack, zack. Hui. Njong. Schon wieder was essen. Ah, das ist, wir brauchen jetzt natürlich auch viel, 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 viel Steak, weil wir die ganze Zeit rumrennen, aber geht schon klar. Oh nein, 20, nein, die Folge ist vorbei. Nein, boy, du hast es nicht geschafft, das fertig zu machen, was du fertig machen wolltest, fertig machen. Fertig bearbeiten. Weil Mutti hat ja gesagt, ich soll ja machen, nicht verwenden tun. Und tun nicht verwenden machen. Oder nee, hä? Egal. So, jetzt haben wir es geschafft. Wenigstens schon mal die groben Umrisse des Rathauses fertig. Hier irgendwo kommt dann vielleicht die Tür rein oder vielleicht ja auch einfach an die Seite, so ganz unkonventionell, so nochmal so ein Weg weg, der hier so an die Seite reinführt. Mal gucken. Werden wir sehen. Ich werde noch ein bisschen dran rumspielen hier an den Einstellungen und ich würde sagen, wir sehen uns einfach morgen wieder, wenn es wieder heißt Minecraft. Dann wieder super schnell und super geil und irgendwie so war doch die Werbung. Super schnell, super neu, super geil. Ja, ich glaube, das ist ein guter Slogan. In diesem Sinne. Haut's rein und ciao, ciao.